Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo betreffend Änderungen am Uploadplan ab dem heutigen Tag, dem 26.11. Ich habe mir also prinzipiell Gedanken gemacht, wo der Kanal ist, wie es weitergehen soll und habe dann erstmal meine Interessen definiert, die Genres, die ich gerne spiele, und das sind halt Aufbauspiele, Strategiespiele, wobei ich da unterscheide, oder es wird ja auch generell unterschieden zwischen Real-Time-Strategy und Turn-Based-Strategy, und dann die letzte Kategorie, die ich gerne spiele, die nenne ich gerne Palzis Action, denn ja, so actionlastig vertrag ich es halt in meinem Alter wirklich nicht mehr. Das ist, hat eher mit Erfahrung zu tun und guten Spielen, muss man halt auch sagen, wenn ich mit Akustik halt ein bisschen was kompensieren kann. Ja, gehen wir mal die Genres im Einzelnen durch. Aufbauspiele. Aktuell habe ich da ja nebenher so ein bisschen Frostpunk gedaddelt, die immer um Mitternacht hochgeladen, die Folgen. Ich möchte Frostpunk einen festen Platz im Uploadplan geben, da ich, seitdem ich diesen Kanal aktiv betreibe, und das sind jetzt 1,5 Jahre, kein Aufbauspiel im Programm hatte. Doch anfangs mal so ein bisschen mit The Infected, aber Frostpunk ist halt für mich noch, ja, noch mal eine Nummer heftiger, insbesondere da ich es ja, wer die Folgen gesehen hat, im Schwierigkeitsgrad extrem spiele. Aktuell da im Endlosmodus, um wieder reinzukommen, möchte aber die Szenarien auch im Schwierigkeitsgrad extrem schaffen und das Ganze nach Möglichkeit bevor Frostpunk 2 erscheint. Deshalb soll Frostpunk hier jetzt erstmal einen festen Platz im Uploadplan bekommen. Nächste Kategorie wären die Real-Time-Strategy-Spiele. Zuletzt Victoria 3, 11 Staffeln gespielt. Spanien war das letzte Land, was wir gespielt haben. Die kleine süße Isabella mit 5 Jahren übernommen und bis zum Alter, ich glaube 75 ist sie geworden, gespielt. Und leider das Achievement nicht mit ihr, sondern erst mit ihrem Sohnemann geschafft. Da ist, oh, jetzt habe ich den Namen des DLCs vergessen, des letzten DLCs. Das sind aber für mich eigentlich nur so ein paar Expansion Packs für Länder. Das erste DLC betraf ja Frankreich, jetzt war es Brasilien, und ich finde die DLCs für den Preis, der vom Paradox aufgerufen wird, eigentlich zu schwach, muss ich sagen. Das ist meine persönliche Meinung. Die DLC-Politik, ich bin mit der DLC-Politik generell einverstanden, ich hätte nichts dagegen, die DLCs auch so zu bezahlen, wie sie aufgerufen werden, wenn sie dafür ein paar mehr Länder einfach reinpacken würden. Also hätten sie Frankreich und Brasilien in ein DLC gepackt, hätte ich gesagt, okay, bin ich mit einverstanden. Aber so muss ich sagen, finde ich die ein bisschen schwach, und damit geht Victoria 3 erstmal in die Pause. Ich habe über Ersatzmöglichkeiten nachgedacht. Das wären einmal Star Trek Infinite, was mich interessieren würde. Aber es gibt ja viele, die sagen, Star Trek Infinite ist nur eine schwächere Variante von Stellaris mit dem Mod New Horizons. Und eins von beiden werde ich wahrscheinlich ausprobieren. Werde mir da zwischen den Jahren Gedanken machen, welches der beiden, vielleicht auch mal ein bisschen gucken, weil gerade Stellaris ist es ja doch eine sehr, sehr ausgefuchste Mechanik. Und von daher sage ich jetzt gleich Ersatz in der Real-Time-Strategy. Kategorie wird es nicht vor Januar, Februar geben. Januar ist bei mir erfahrungsgemäß halt auch immer ein bisschen schwieriger, weil ich großer Football-Fan bin, und auch wenn ich glaube, dass die Packers die Playoffs nicht schaffen werde, werde ich halt doch sehr viel Football schauen, und da ich zu alt bin, um mich nachts vor den Fernseher zu setzen, selbst am Wochenende, muss ich halt die Dinger aufnehmen und unter der Woche gucken, und da, wenn ich unter der Woche gucke, kann ich halt nichts aufnehmen, ne? Also von daher erfahrungsgemäß Januar auch ein bisschen dünn in der Zeit bei mir. Von daher sage ich lieber von Anfang an Januar, Februar, und stoß dann damit hoffentlich niemanden vor den Kopf. Aber da wird es irgendwie Ersatz geben. Dann
Nächste Kategorie Turn-Based Strategy, aktuell auf meinem Kanal mit Jagged Alliance 2, mit der 1.13 Community Mod und Jagged Alliance 3. Und da muss ich halt sagen, zwei sind einer zu viel. Wir machen beide Spaß, missversteht mich da nicht. Aber ich brauche halt beim Spielen auch ein bisschen Abwechslung und letztendlich repräsentieren sie ja das gleiche Genre. Von daher habe ich entschieden, dass Jagged Alliance 2 erstmal pausiert wird und dann erst fortgesetzt wird, wenn ich Jagged Alliance 3 durchgespielt habe, was erfahrungsgemäß immer ein bisschen dauert, weil ich mir halt gerade bei Strategiespielen doch ein bisschen Zeit nehme und die Gedanken zu formulieren, dauert erfahrungsgemäß das ja, 3- bis 5-fache an Zeit, als wenn man nur ein bisschen vor sich hin daddelt, ne? Ich habe ja darauf Kritik geerntet dafür, dass ich zu langsam sei, aber wie gesagt, ich nehme mir meine Zeit cool, calm and collected, wie nett das so nett formuliert hat, nehme mir meine Zeit und dementsprechend dauert es halt einfach auch. Aber wie gesagt, Jagged Alliance 2 wird dann fortgesetzt, wenn Nummer 3 beendet wird, denn ich glaube nicht, dass ich bei Jagged Alliance 3 sofort eine zweite Kampagne spiele. Weiß auch nicht, ob irgendein anderes interessantes Turn-Based Strategy Game rauskommt, sodass ich das so erstmal ankündige. Na, und dann die letzte Kategorie, Palzis Action. Ja, wer dem Kanal länger folgt, weiß, dass das State of Decay 2 ist. Das ist halt das Maximum, was ich letztendlich noch an Action vertrage, denn ja, mit über 50 Jahren ist die Reaktion halt nicht mehr so, wie sie Anfang 20, Mitte 20 mal war. Aber ich kann in diesem Spiel sehr, sehr viel über Erfahrung kompensieren. Und die Akustik ist sehr hervorragend. Also man kann mit der Akustik sehr viel raushören und dementsprechend auch reagieren. Und dementsprechend ist State of Decay 2 halt mein, in Anführungszeichen, Actionspiel, das ich auch sehr, sehr gerne fortsetze, da mir das letzte Update, das Curveball-Update, sehr gut gefallen hat, eine ganz andere Dynamik in dem Spiel nochmal entstanden ist. Hat mir ja meine Staffel mit den Hausregeln komplett ruiniert, aber ich würde tatsächlich wohl nochmal einen zweiten Versuch mit Hausregeln angehen, mit dem Curveball-Update und schauen, was bei rumkommt. Ja, was heißt das dann für den Upload-Plan? Für den Upload-Plan heißt das, dass Frostpunk ab heute den 6-Uhr-Slot bekommt, Jagged Alliance 3 wie gehabt den 12-Uhr-Slot und der 18-Uhr-Slot gehört ja traditionell eh State of Decay 2. Von daher bleibt es dabei. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, findet etwas, was euch gefällt. Ansonsten, wie gesagt, die anderen sind nicht komplett weg, sondern sind halt entweder auf Pause oder werden in ihrer entsprechenden Kategorie dann irgendwie ab Januar, Februar durch was anderes ersetzt, sodass dann Slots wieder geteilt werden. Das wär's dann auch. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in einem der Let's Plays auch wieder. Und bis dahin gehabt euch wohl. Nee, lasst es euch gut gehen, ne? Macht's gut, euer Palzi.